Hallo und herzlich willkommen bei Heim und Haus. Sie haben das Problem, dass Ihre Haustür zu hoch sitzt und ein Spalt entsteht, durch den Zugluft dringt, oder im Gegenteil, dass Ihre Haustür, wie in diesem Beispiel, beim Öffnen und Schließen schleift? Dann zeige ich Ihnen heute, wie Sie die Höhe Ihrer Haustüre einstellen können, um das jeweilige Problem zu beheben. Für die Einstellarbeiten benötigen Sie einen 5 mm Imbus. Bitte achten Sie darauf, dass Sie keinen Kugelkopf-Imbus verwenden. Des Weiteren benötigen Sie einen Zollstock, einen Klebezettel und einen Stift. Los geht's! Ein wichtiger Hinweis vorab: Nehmen Sie die Verstellung der Höhe nur an der geschlossenen Tür vor. Die Einstellung erfolgt immer zuerst am unteren Türband. Die oberen Bänder werden lediglich nachgestellt. Als erstes öffnen Sie die Tür etwas, nehmen die Klebezettel und kleben diese oberhalb des Türrahmens und seitlich am Rahmen fest. Im Anschluss messen Sie mit Ihrem Zollstock von der weißen Kante, also ohne Beschlag, 8 mm ab und markieren die Stelle auf dem Zettel. Schließen Sie die Tür anschließend und schauen Sie, ob der Rahmen auf den Markierungen liegt. Die Haustüre ist dann optimal eingestellt, wenn der Türflügel rund um 8 mm auf dem Türrahmen liegt. Ist dies nicht der Fall, wie hier, müssen wir die Haustüre einstellen. Um die Höhe Ihrer Haustüre einzustellen, setzen Sie Ihren Imbus am unteren Band bis zum Anschlag an. Wollen Sie Ihre Haustüre ein paar Millimeter absenken, weil diese zu hoch sitzt und möglicherweise Zugluft eindringt, müssen Sie den Imbusschlüssel etwas nach links drehen. Wollen Sie Ihre Haustüre, wie in unserem Fall, etwas anheben, weil diese schleift, dann müssen Sie den Imbus etwas nach rechts drehen. Wichtig ist, die Höhe immer nur wenige Millimeter zu verstellen und alle anderen Bänder, wie das erste, nachzustellen. Wenn Sie die entsprechende Einstellung vorgenommen haben, prüfen Sie, ob Ihre Haustüre nun wie gewünscht sitzt. Sollte das noch nicht der Fall sein, verstellen Sie Ihre Haustüre weiter minimal, bis Sie das passende Ergebnis erzielt haben. In unserem Fall ist die Höhe nun optimal eingestellt und die Haustüre schleift nicht mehr. Sollten Sie sich an das ganze Thema nicht rantrauen oder Sie weitere Hilfe durch unseren Kundendienst benötigen, kommen wir natürlich gerne raus und helfen Ihnen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Bis dahin und tschüss.